Tagesordnungsgemäß, meine Damen und Herren, rufen wir nun auf den Tagesordnungspunkt 1, das ist die mündlichen Fragen der Fragestunde. Ich eröffne sie mit der Frage 532. Das ist Herr Abg. Dr. Bartelt. Es scheint niemand da zu sein, der das will. Okay, Entschuldigung, Frau Kollegin Landert für Herrn Dr. Bartelt, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie den Umbau und die Sanierung des Kreiskrankenhauses Weilburg? Herr Sozialminister. Frau Abgeordnete, mit Bescheid vom 18.01.2016 hat das Krankenhaus für diverse Umbaumaßnahmen einen Förderbescheid in Höhe von 1,287 Millionen Euro erhalten. Damit ist auch die letzte vom Krankenhaus im Rahmen der Einzelförderung angemeldeten Maßnahme, die förderfähig gewesen ist, in einem Bauprogramm berücksichtigt und dementsprechend auch gefördert worden. Seit dem 01.01. diesen Jahres erhalten Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommen sind, jährlich pauschale Fördermittel für Investitionsmaßnahmen. Das Krankenhaus Weilburg erhält demnach in den kommenden 5 Jahren jährlich voraussichtlich zwischen 780.000 Euro und 1,2 Millionen Euro. Darüber hinaus sind für die Sanierung des Krankenhauses 3 Millionen Euro in das Kommunalinvestitionsprogramm des Landes eingestellt und weitere 2 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes sind beantragt. Das Krankenhaus in Weilburg ist im Rahmen der stationären Versorgung für diesen Teil des Landes nach Auffassung des zuständigen Ministeriums unverzichtbar. Zusatzfrage, Herr Abg. Schmidt. Es sind ja viele Fragen heute nach Unterstützung der Landesregierung für Krankenhäuser. Deswegen frage ich die Landesregierung, wie unterstützt denn die Landesregierung das Krankenhaus in Lindenfels? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, das Krankenhaus in Lindenfels ist seitens des Landes in dem gleichen Sinne gefördert worden wie alle Krankenhäuser in Hessen. Die betriebswirtschaftliche Führung eines Krankenhauses liegt allerdings nicht in der Verantwortung des Landes Hessen, sondern des jeweiligen Trägers und Betreibers. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass über Jahre hinweg dort Defizite wirtschaftet worden sind, dann seitens des Trägers, und das ist der Klinikverbund Südhessen mit dem Universitätsklinikum Mannheim, mit einer Beteiligung von 85% zu beurteilen. Und das Land trägt an dieser Stelle keinerlei Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung eines Krankenhauses. Herr Kollege, eine Frage des Beantworters, des Fragestellers, der nicht die Frage gestellt hat, und die zweite muss ein anderer machen. Nur der Fragesteller hätte noch zwei übrig, der will aber auch nicht mehr. Also rufe ich die Frage 533 auf, Herr Dr. Bartelt. Und Frau Landert für Herrn Dr. Bartelt. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie den Klinikneubau in Melsungen? Herr Sch Augenblick bitte. Augenblick bitte. Seid ihr fertig? Dankeschön. Herr Staatsminister. Oh. Abgeordnete, mit Bescheid vom 23. Februar dieses Jahres wurden den Asklepios-Schwalm-Eder-Kliniken GmbH für den Neubau der Klinik in Melsungen 15 Millionen Euro Fördermittel nach § 25 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 im Rahmen der Einzelförderung bewilligt. Auch hier gilt, dass durch die Gesetzesänderung zum 01.01.2016 den Krankenhäusern, die im Krankenhausplan des Landes aufgenommen sind, mit festen Beträgen gefördert werden. Voraussichtlich wird die Klinik in Melsungen in den nächsten Jahren mit einer jährlichen Pauschale in einer Größenordnung von rund 940.000 Euro zu rechnen haben. Die Pauschale kann dann von den Krankenhausträgern eigenverantwortlich auch für den Klinikneubau oder andere Investitionen genutzt werden. Zusatzfrage, Herr Gröber. Ich muss mal gucken. Sitzen Sie alle auf? Sie sind richtig, okay. Dann haben Sie das Wort, bitte schön.
Ja, ich frage die Hessische Landesregierung, wie sie den Umstrukturierungsprozess der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH unterstützt. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, wenn Sie sich die Kennzahlen anschauen des Kreisklinikums Groß-Gerau, die veröffentlicht sind, insbesondere die Bilanzen, stellen Sie fest, dass das Kreisklinikum Groß-Gerau vor 2 Jahren ein Defizit von ungefähr 6,7 Millionen Euro erwirtschaftet, in Anführungszeichen hat, im letzten Jahr ein Defizit von 6,8 Millionen Euro erwirtschaftet hat, obwohl entsprechende Hinweise seitens des Landes im Hinblick auf die Fragestellung der Betriebsführung und auch der inhaltlichen Ausrichtung gegeben worden sind. Auch an dieser Stelle gilt genauso wie in Lindenfels, das Land Hessen gibt Ratschläge, steht mit Ratschlägen zur Seite, aber sie führt kein Klinikum. Dieses Klinikum steht in der Verantwortung des kommunalen Trägers. Diese Frage, die Sie eben gestellt haben, müssen Sie eigentlich in den zuständigen Ausschüssen des Kreises stellen, um an dieser Stelle auch eine entsprechende Antwort zu bekommen. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Drücken Sie mal. Herr Minister, würden Sie zugeben, dass das nicht die Antwort auf die Frage des Kollegen war, sondern die Frage lautete, wie das Land diese im Bereich des Klinikum Groß-Gerau im Bereich der Investitionen unterstützt? Das war die Frage. Herr Staatsminister Büttner. Diese Frage habe ich, Herr Kollege Merz, beantwortet. Das Kreiskrankenhaus Groß-Gerau hat die gleichen Fördermittel bekommen wie alle anderen Krankenhäuser in der gleichen Situation. Nächste Frage, dann gehen wir weiter auf die Frage 534. Kollege Wiegel stellt sie für den Abgeordneten Tippi. Ich frage die Landesregierung, wie fördert sie den Neubau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Offenbach? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, der Ersatzneubau wurde mit Bewilligungsbescheid vom 14. März diesen Jahres mit 8,5 Millionen Euro gefördert. Der Neubau orientiert sich an den besonderen Anforderungen psychiatrischer Patienten und legt einen Schwerpunkt auf die Patientensicherheit und auf Maßnahmen der Suizidprävention. Durch die finanzielle Förderung des Landes Hessen wurde somit ein erheblicher Beitrag zu einer wohnortnahen Versorgung selig kranker Menschen geleistet. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Herr Minister Grüttner, sehen Sie denn die Versorgung in diesem Bereich in Ballungsgebieten sowie im ländlichen Raum gesichert und sind weitere Bauten geplant? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wir verfolgen die Entwicklung insbesondere des psychiatrischen Versorgungsangebotes mit einer hohen Aufmerksamkeit. Wir haben eine flächendeckende Versorgung innerhalb des Landes. Sofern sich Erweiterungsmaßnahmen, beispielsweise wie aktuell in der Diskussion im Hinblick auf den tagesklinischen Bereich in Weilmünster oder in anderen Bereichen bezieht, werden wir dieses in den Gesundheitskonferenzen oder auch in der Landeskrankenhauskonferenz entsprechend beraten. Und sollte dort eine entsprechende Empfehlung zu einem Ausbau des Versorgungsangebotes erfolgen, werden wir dem auch Folge leisten. Frage 535, Frau Abgeordnete Geist. Ich frage die Landesregierung, wie werden an den hessischen Schulen die Verbrauchsmaterialien, die gemäß § 153 Absatz 4 Hessisches Schulgesetz nicht der Lernmittelfreiheit unterliegen, für die in InteA, Intensiv- und Regelklassen beschulten Flüchtlinge finanziert? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, gemäß § 153 Absatz 4 Hessisches Schulgesetz gelten Gegenstände wie Schreib- und Zeichenmaterial nicht als Lernmaterial. Somit können diese Gegenstände grundsätzlich nicht über das Budget der Lernmittelfreiheit finanziert werden und sind durch die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern selbst zu beschaffen. Nichtsdestotrotz wurden hinsichtlich der von schulpflichtigen Flüchtlingen benötigten Lernmittel die erforderlichen Schritte eingeleitet. Schülerinnen und Schüler in Intensivklassen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, das ist unser InteA-Programm, erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe von 40 Euro. Dieser Pauschalbetrag dient dazu, auf die Bedarfe der Flüchtlinge einzugehen und den Schulen zu ermöglichen, die für die individuelle Förderung der Flüchtlinge benötigten Lernmittel beschaffen zu können. Unterjährig wird für neu ankommende Flüchtlinge eine Nachsteuerung durchgeführt.
sodass für jeden Flüchtling, der in Intensivklassen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen unterrichtet wird, die benötigten Lernmittel zur Verfügung gestellt werden können. Flüchtlinge, die in Regelklassen unterrichtet werden, erhalten den für diese Regelklasse vorgesehenen Pauschalbetrag und werden über diesen mit Lernmitteln ausgestattet. Flüchtlinge, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zuständig für diese Leistungen sind die Kommunen. Wurde die Aufenthaltserlaubnis erteilt, erhalten Flüchtlinge in der Regel Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch, SGB II. Zuständig für diese Leistungen sind entweder die Optionskommunen oder die gemeinsame Einrichtung der Kommune und der Bundesagentur für Arbeit. Das für den Unterricht benötigte Schreib- und Zeichenmaterial wird demnach aus diesen Leistungen finanziert. Sollte die Beschaffung der benötigten Schreib- und Zeichenmaterialien durch die Eltern oder Schülerinnen und Schüler auch nach Prüfung der obigen Finanzierungsvorgaben nicht möglich sein, kann die Schule einen Antrag nach § 153 Absatz 4 Hessisches Schulgesetz beim Hessischen Kultusministerium auf Anerkennung der Schreib- und Zeichenmaterialien als Lernmittel stellen. Nach Anerkennung durch das Hessische Kultusministerium kann die Schule dann aus dem ihr zur Verfügung stehenden Lernmittelbudget das Schreib- und Zeichenmaterial beschaffen und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Danke. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Ja, meine Frage ist an der Stelle, inwieweit Eltern von also Flüchtlingskindern darüber informiert werden, dass das der Fall ist, also dass sie das machen können, einen Antrag stellen. Herr Kultusminister. Also was die von mir erwähnten Leistungen anbetrifft, die beispielsweise von den Kommunen geleistet werden, so ergibt sich das natürlich in dem Prozess, in dem auch sonstige Leistungen, die die betreffenden Personen von der Kommune beziehen, aufgeklärt werden. Was die speziellen Möglichkeiten der Schule anbetrifft, denke ich, ist es einfach ein Punkt, dass natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer, die die Klassen unterrichten, ja sehen, ob es ein Problem gibt mit der Verfügbarkeit des Schreib- und Zeichenmaterials und dann natürlich, soweit das noch erforderlich ist, innerhalb der Schule Abhilfe geschaffen werden kann. Mir ist aber ehrlich gesagt kein solcher Fall bekannt. Frage 537, Herr Abgeordneter Holschuh. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit der Besetzung der seit Sommer 2015 vakanten Stelle der Leiterin des staatlichen Schulamtes für den Kreis Bergstraße in den Odenwaldkreis zu rechnen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Wenn es nach mir geht, sehr bald. Aber Herr Abgeordneter Holschuh, die Stelle war im Mai 2015 bereits ausgeschrieben. Die Auswahlentscheidung konnte jedoch aufgrund eines Konkurrentenstreitverfahrens seines Bewerbers nicht vollzogen werden. Zwischenzeitlich hat die ausgewählte Bewerberin ihre Bewerbung zurückgenommen. Deswegen haben wir die erforderlichen Schritte eingeleitet. Nachdem das Schulamt zunächst durch den Stellvertreter geleitet wurde, ist am 13. April 2016 eine vorübergehende Amtsleitung beauftragt worden. Damit ist der ordnungsgemäße Verwaltungsablauf gewährleistet. Herr Abgeordneter Holz, zur Zusatzfrage. Das heißt, die Stelle wird noch einmal ausgeschrieben. Herr Staatsminister. Das haben wir vor. Allerdings ist auch gegen den Abbruch des Bewerbungsverfahrens zurzeit ein gerichtliches Eilverfahren anhängig. Und das heißt, wir sind auch insoweit von dem Fortgang des gerichtlichen Verfahrens und der Entscheidung des Gerichts abhängig. Dann komme ich zur Frage 538, zurückgezogen von Kollegen Yüksel. 539, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, wieso gab es bislang keine verbindliche Zusage der Umweltministerin an die Naturschutzverbände, dass diese in die Mittelvergabe der Einnahmen aus der neu gestarteten Umweltlotterie eingebunden werden, wie dies in anderen Bundesländern üblich ist? Frau Umweltministerin Hinz. Herr Abgeordneter Gremmels, die Naturschutzverbände werden bei der anstehenden Erarbeitung der notwendigen Förderrichtlinie für die Ausgaben der Mittel aus der Umweltlotterie beteiligt. Es ist aber im gemeinsam mit Lotto Hessen erstellten Konzept nicht vorgesehen, dass sie in die konkreten Entscheidungen zur Mittelvergabe einbezogen werden. Das hat auch einen guten Grund. Mit den Erträgen aus der Umweltlotterie soll insbesondere die Umsetzung der hessischen Biodiversitätsstrategie durch Förderung geeigneter Projekte unterstützt werden. Die Naturschutzverbände, die in der Regel in vielen Fällen als Projektträger oder Initiator auftreten, können hiervon besonders profitieren. Insofern ist es dann nicht möglich, dass sie gleichzeitig mit über die Mittelvergabe entscheiden.
und deswegen ist eine förmliche Mitwirkung der Verbände in den einzelnen nach den Vorgaben der Förderrichtlinie abzuwickelnden Zuwendungsverfahren nicht vorgesehen. Aber wir haben ja gerade bei den Naturschutzverbänden besonders dafür geworben, Ideen für die wöchentlichen Projekte einzureichen, für die pro Jahr immerhin ca. 250.000 Euro ausgeschüttet werden. Und wir haben da auch sehr großen Erfolg. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Ja, in anderen Bundesländern gibt es ja auch Umweltlotterien, und dort sind die Naturschutzverbände einbezogen, obwohl sie auch am anderen Ende mit profitieren. Warum ist das in Hessen nicht möglich? Frau Umweltministerin. Herr Abgeordneter Gremmels, ich habe Ihnen eben erläutert, dass es in dem Konzept, das mit Hessen Lotto erarbeitet wurde, so nicht vorgesehen war. Und deswegen werden wir auch anders verfahren. Die Umweltlotterie ist auch eine andere als in vielen anderen Bundesländern. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Gremmels. Die Verbände haben vorgeschlagen, die Lotterieerträge über die Gremien der Stiftung Hessischer Naturschutz zu vergeben, weil das eine bewährte Struktur ist. Warum ist dieser Vorschlag von Ihnen und von Lotto Hessen nicht aufgegriffen worden? Frau Staatsministerin Hinz. Weil wir über die Beteiligung der oder über die Verwendung der Mittel, die wir über die Umweltlotterie generieren, im Ministerium sehr viel größere Projekte finanzieren können, auch nicht alleine im Naturschutzbereich, und der Stiftungszweck von daher die Mittelvergabe einengen würde. Nächste Frage, die Frage 540, Frau Abgeordnete Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, mit welcher Zielrichtung prüft sie derzeit eine ergänzende Förderung von Formulaturabschnitten zur Fachkräftesicherung von Ärztinnen und Ärzten? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, es ist ausgesprochen wichtig, schon sehr frühzeitig Anreize für die Beschäftigung mit einer Tätigkeit im ambulanten Sektor zu setzen. Und diese Anreize sollten möglichst frühzeitig schon im Medizinstudium auch getätigt werden. Insofern sollen Studierende eine finanzielle Unterstützung von bis zu 600 Euro erhalten, wenn sie sich für die Ableistung eines Formulaturabschnitts in einer hausärztlichen Praxis entscheiden, die ihren Sitz in einer hessischen Stadt oder Gemeinde mit bis zu 20.000 Einwohnern hat, ganz bewusst eben auf kleinere Kommunen und Städte entsprechend bezogen. Hierfür stellt die Hessische Landesregierung insgesamt 200.000 Euro jährlich zur Verfügung. Die Auszahlung wird über die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Welche weiteren Rahmenbedingungen unterstützen oder schaffen Sie, um diesen Fachkräftemangel zu verhindern? Herr Staatsminister Grüttner. Wir werden uns in der nächsten Woche als allererstes im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 auseinandersetzen und dort auch eine gemeinsame Positionsbeschreibung der Länder vornehmen im Hinblick auf die Fragestellung von Studienplätzen. Das Zweite ist, wir fördern seit dem Gesundheitspakt zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, die Weiterbildungszentren an der Universität in Frankfurt und an den Universitätsstandorten Gießen-Marburg, insbesondere um an dieser Stelle den Bereich der Allgemeinmedizin in den Fokus zu heben, um den Fragestellungen auch einer Niederlassung und damit der Tätigkeit eines Hausarztes entsprechend Anreize zu geben. Wir fördern darüber hinaus, wenn sich tatsächlich Ärztinnen und Ärzte entsprechend für eine Niederlassung entscheiden, diese Niederlassung mit Investitionszuschüssen bei der Praxiseröffnung. Darüber hinaus unterstützen wir all die Maßnahmen, die in den einzelnen Bereichen, sei es jetzt im Kreis Hersfeld-Rotenburg oder auch im Kreis Fulda, vorgenommen werden. Hier werden bereits Abiturienten, die sich für ein Medizinstudium entschieden haben, angeschrieben, um sie anschließend dann für einen Teil ihres Medizinstudiums wieder zurück in ihren heimischen Kreis zu holen. Die Landarztpartie, in Anführungszeichen gesprochen, der Universität Frankfurt gemeinsam mit dem Landkreis Fulda ist eine geradezu beispielgebende Initiative, wie an der Stelle auch ein
Interesse geweckt werden kann, sich in ländlichen Räumen niederzulassen, um damit auf Dauer die gesundheitliche Versorgung zu sichern. Der gesamte Gesundheitspakt 2.0 ist so ausgelegt, dass insbesondere Bereiche der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Räumen als attraktiv dargestellt und entsprechend gefördert werden. Frau Dr. Sommer, weitere Zusatzfrage? Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben jetzt ganz viel von dem Nachwuchs gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Stellenreserven? Sie kennen sicherlich die Studie Fachkräftemangel im Gesundheitswesen und Pflegewirtschaft bis 2030. Die schlagen vor, Stellenreserven, also ausgebildete Ärzte, die momentan nicht in ihrem Beruf tätig sind, wieder für die Berufsausübung zu motivieren. Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wir haben ja schon gute Erfahrungen gemacht bei der gesundheitlichen Versorgung, medizinischen Versorgung von Flüchtlingen, Asylsuchenden, als sie zu uns gekommen sind. Wir müssen an dieser Stelle, was die Fragestellung der Reserve im ärztlichen Bereich anbelangt, sehr genau schauen, wie sich dieses im Hinblick auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen versteht. Das ist nicht so trivial, wie sich das am Anfang darstellt, weil das letztendlich auch damit zu tun hat, wie die Fragestellungen von Ruhestandsbezügen seitens der Ärzte sich verändern, wenn man erneut in eine entsprechende praktische Tätigkeit hineingeht. Diese Frage ist letztendlich noch nicht geklärt. Es ist aber eine Reserve, die durchaus von Interesse ist. Ganz im Gegenteil dazu, die Reserve, die möglicherweise vorhanden ist, wird immer älter, weil die Hausärzte, die aus dem aktiven Praxisbereich ausscheiden, in der Zwischenzeit deutlich älter sind als in der Vergangenheit und häufig schon sehr viel länger ihre Praxistätigkeiten wahrnehmen, als sie es in ihrer persönlichen Lebensplanung vorgenommen haben, weil es ausgesprochen schwierig ist, Praxisnachfolger zu finden. Diese dann auch noch gleichzeitig dann als Reserve zu rekurrieren, ist ausgesprochen schwierig. Deswegen ist es zwar ein Ansatz, aber er wird die Problematik, die sich mit der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum einhergeht, nicht lösen können, sodass wir nach weiteren und alternativen Möglichkeiten suchen und sie umsetzen müssen. Die Fragestellung von Ärztenetzen, Kooperationen, medizinischen Versorgungszentren, all das, was wir auch über unsere Modellregionen, die wir im Bereich des Gesundheitspaktes fördern und an dieser Stelle uns Erkenntnisse erwarten, sind die geeigneteren Maßnahmen dafür, die ambulante Versorgung auch in Zukunft im ländlichen Raum sicherzustellen. Keine Wortmeldung mehr. Dann komme ich zur Frage 541, Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, warum wurde bislang nur jeder dritte Antrag bezüglich der Niederlassungsförderung von Ärztinnen und Ärzten positiv beschieden? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, wir haben die Förderkriterien zum 1. Juli 2015 für die Ansiedlungsförderung neu definiert und an die Planungsbereiche im Sinne der Bedarfsplanung angepasst. Das führte in den Monaten nach der Umstellung dazu, dass erst einmal das Antragsvolumen zurückgegangen ist. In der Zwischenzeit hat man sich auf die neuen Förderkriterien eingestellt und die Zahl der Anträge steigt wieder, insbesondere eben unter dem Gesichtspunkt, dass zwischenzeitlich auch klargestellt worden ist, dass es für gewisse Facharztgruppen, die Förderanträge gestellt haben, klar geworden ist, dass diese nicht förderfähig sind und an der Stelle es eben dann auch zu einer geringeren Anzahl von positiven Bescheiden geführt hat. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Das heißt, jeder dritte, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Antrag, der nicht positiv beschieden wurde, war von Ärzten gestellt, die eben von diesem Programm nicht profitieren können. Eine weitere Frage, Herr Grüttner. Ist diese Niederlassungsförderung ein erfolgreiches Instrument zum Auf- und Ausbau der flächendeckend möglichst wohnortnahen Versorgung? Wie bewerten Sie diese? Frau Kollegin, nur nebenbei, das ist trickreich, aber zwei Fragen gehen auch nicht in die Zukunft. Dankeschön. Herr Staatsminister.
Ich versuche, die eine Frage, die in zwei Teilen mir gestellt worden ist, einheitlicher zu beantworten, indem ich den Beispiel des an Monaten deutlich älteren Kollegen Dr. Hahn nehme, der das in der Vergangenheit auch gemacht hat. Ja, in der Tat sind nach Veränderung der Förderkriterien ein großer Teil der Anträge, ungefähr ein Drittel, nicht förderfähig gewesen. Was ich bedauert habe, weil im Prinzip dieses Kriterium der Ansiedlungsförderung ein ausgesprochen erfolgreiches Instrument ist, um in unterversorgten Gebieten die Möglichkeiten zu eröffnen, dass sich Ärzte dort niederlassen und für eine Sicherstellung der ärztlichen Versorgung dort sorgen. Ein Satz. Also, Sie haben eine Frage daraus gemacht, dann haben Sie jetzt die zweite Frage. Gut, bitte schön, Frau Dr. Sommer. Reicht denn der Strukturfonds aus, der dafür aufgesetzt worden ist? Herr Minister Grüttner. Frau Abgeordnete, das ist ja eine Entscheidung, weil diese Mittel zwar im Gesundheitspakt vereinbart worden sind, aber aus den Mitteln, die die Krankenkassen und die Ärzte und die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung stellen, kommt. Wir haben insofern in der Zwischenzeit eine Auskömmlichkeit, weil die Fragestellung der förderfähigen Kriterien sich verändert hat, von einer Fragestellung eines Fixkostenzuschusses in der ersten Förderperiode hin zu einer flexiblen Handhabung der Förderhöhe, weil relativ klar ist, dass beispielsweise die Praxiseinrichtung eines psychotherapeutischen Arztes einen geringeren Aufwand beispielsweise als die eines Augenarztes beinhaltet. Insofern können die Förderhöhen im Hinblick auf die Frage der Zuschüsse angepasst und werden auch welche Anträge gestellt werden. Bisher ist es so, dass die Förderhöhe als ausreichend zu erachten ist. Frage 542, Frau Abgeordnete Lannert. Ich frage die Landesregierung, welche Erwartungen knüpft sie an das kürzlich gemeinsam mit den Vertretern der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen e.V. gestartete, deutschlandweit einmalige Modellprojekt für die Förderung der Soziokultur in Hessen. Herr Wissenschaftsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Abgeordnete Landert, mit dem Abschluss der Vereinbarung über einen Modellversuch zur Förderung der Soziokultur in Hessen ist es gelungen, und wir sind sehr glücklich darüber, ein deutschlandweit wirklich einzigartiges und auch zukunftsweisendes Förderkonzept zu entwickeln, was in der Tat, man sagen kann, bundesweiten Modellcharakter hat, aber was vor allem dem außerordentlichen Engagement in der Soziokultur die verdiente Anerkennung entgegenbringt. Und dass das richtig und dass das wichtig ist, das zeigen ganz eindrucksvoll die Zahlen, denn die Kultureinrichtungen in der Soziokultur, die ja spartenübergreifend sind, ermöglichen jedes Jahr mehr als 700.000 Menschen in Hessen die Teilhabe an rund 4.000 Veranstaltungen, und zwar vielerorts und meistens gestützt auf ein sehr großes ehrenamtliches Engagement. Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines sehr intensiven Entwicklungsprozesses. Jetzt können die Fördermittel effektiv, und das ist hervorzuheben, mit einer deutlich größeren Nähe zu den Zuwendungsempfängern eingesetzt werden, was eine zielgerichtete Unterstützung ermöglicht. Mit dem Projekt oder mit dem Modellprojekt einhergeht eine echte Verschlankung und Vereinfachung des vielfach als mühsam angesehenen, früher als mühsam angesehenen Antrags- und Förderverfahrens. Und damit entsteht natürlich eine deutliche Entlastung der Akteure vor Ort. Und ich betone es noch einmal, die ihre Arbeit ja größtenteils ehrenamtlich erledigen. Aber wir haben noch ein anderes getan.
Um die Arbeit zu unterstützen, haben wir die Mittel für Soziokultur in den letzten Jahren verdoppelt. Bis zum Jahr 2014 standen 350.000 € zur Verfügung. Der Betrag ist in 2015 auf 450.000 € angehoben worden. Und seit 2016 stehen jetzt für die Förderung der Soziokultur 700.000 € zur Verfügung. Danke schön. Die Frage 543, Frau Abgeordnete Wolf. Ich frage die Landesregierung, in welcher Höhe profitiert Hessen von den vier kürzlich durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgewählten Copernicus-Projekten für die Energiewende, welcher nach einer ersten Förderphase mit bis zu 120 Millionen Euro bis 2018 über einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren gefördert werden sollen? Herr Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete Wolf, bei der Ausschreibung des BMBF zu diesen Copernicus-Projekten haben hessische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußerst erfolgreich abgeschnitten. Und da will ich besonders hervorheben die TU Darmstadt, aber auch das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel, das mit 2 Teilprojekten dabei ist. Die Copernicus-Projekte sollen einen Beitrag leisten zur Realisierung der Energiewende mit Hilfe von Forschung, und zwar in 4 Schlüsselbereichen. Das ist die Entwicklung von Stromnetzen, das ist die Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie durch Umwandlung in andere Energieträger, das ist die Neuausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung, und es ist die Verbesserung des Zusammenspiels aller Sektoren des Energiesystems. In jedem Feld ist ein Konsortium ausgewählt worden, und die 4 Projektkonsortien hat ein internationaler und unabhängig besetzter Beirat zur Förderung empfohlen. In der ersten Förderphase bis 2018 stattet das Ministerium jedes Copernicus-Projekt mit 10 Millionen Euro pro Jahr aus, die dann auf die Konsortialpartner verteilt werden, aufgeteilt werden. Absehbar werden davon über 1 Million Euro pro Jahr an die TU Darmstadt gehen und eine weitere 1 Million nach Kassel. Frage 544, Herr Abgeordneter Caspar. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie aus Sicht des Logistikstandortes Hessen den Aktionsplan Güterverkehr und Logistik des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für eine konsistente Gesamtstrategie zur künftigen Ausrichtung des Güterverkehrs? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Caspar, die Transportleistung des Güterverkehrs in Deutschland wächst seit Jahrzehnten sehr stark und hat sich seit 1960 etwa verdreifacht. Darin ist der deutsche Anteil am internationalen See- und Luftfrachtverkehr noch nicht berücksichtigt. Die aktuelle sogenannte Verflechtungsprognose des Bundesverkehrsministeriums geht von einem weiteren Zuwachs von 38% bis 2030 aus. Und heute werden etwa 71% aller inländischen Transporte auf der Straße erbracht. Das ist insbesondere aus klimapolitischer Sicht problematisch, denn der Straßengüter- und auch der Luftfrachtverkehr sind zu mehr als 90% von fossilen Energien abhängig und verursachen schädliche Emissionen. Der Aktionsplan Güterverkehr und Logistik mit Stand vom November 2015 fasst vor diesem Hintergrund bereits vorhandene Maßnahmen zum Güterverkehr und zur Logistik zusammen. Aus Sicht der Landesregierung sind viele dieser Maßnahmen sinnvoll, um den Logistikstandort Deutschland insgesamt und natürlich auch den Logistikstandort Hessen zu stärken und nachhaltiger auszurichten. Denn darin werden wesentliche, auch in und für Hessen bekannte Problemfelder adressiert. Ich nenne beispielsweise das Vorhaben, Engpässe im Bereich der Schiene aufzulösen, den Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm zu verbessern, Maßnahmen zur städtischen Logistik zu entwickeln, da vor allem die sogenannte letzte Meile, und. Das heißt, der Aktionsplan beinhaltet also viele gute Ideen für einen leistungsfähigeren, nachhaltigeren und umweltfreundlichen Güterverkehrsstandort. Und natürlich werden wir am Ende über die Frage der Umsetzung des Ganzen sehr konkret auch mit dem Bund diskutieren. Aber es ist zumindest ein guter Aufschlag, so will ich es mal sagen, an dem man weiterarbeiten kann. Ich rufe auch die Frage
545. Herr Kollege Warnecke. Ich frage die Landesregierung, sieht sie in den zwischen den Bundesländern differierenden Regelungen für die Einkommensgrenzen der Ehepartner beihilfeberechtigter Beamter ein bundesweit einheitlich zu regelndes Problem? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Warnecke, nein, die Landesregierung sieht darin kein Problem, sondern eine Konsequenz aus den in Artikel 70 fortfolgende Grundgesetz geregelten Gesetzgebungskompetenzen der Bundesrepublik Deutschland. Das Beihilferecht ist danach Ländersache. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Beuth, beabsichtigt denn die Landesregierung, die entsprechenden Freibeträge, die es dort gibt, anzuheben? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter Warnecke, nein, die Landesregierung plant keine Erhöhung. Wie Sie wissen, haben wir die Beträge, die Einkommensgrenze orientiert am entsprechenden steuerlichen Grundfreibetrag. Und daran hängt sozusagen dann am Ende auch eine Veränderung. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Ist schon an. Danke schön. Sieht die Landesregierung und sehen Sie, Herr Staatsminister, darin, dass außer Hessen und Rheinland-Pfalz, Hessen und Rheinland-Pfalz jetzt mal zusammen, keine Landesregierung diese entsprechende Regelung hat und der Bund auch nicht, keine Benachteiligung gegenüber Beamtinnen und Beamten in anderen Bundesländern? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, nein, grundsätzlich nicht, weil diese Frage der Einkommensgrenze ja nur ein Bestandteil ist am Ende dessen, was Besoldungsfragen und auch Beihilfefragen angeht. Also nur ein Bestandteil. Die Leistungen, mit denen die auf die hessische Beihilfeberechtigte zurückgreifen können, sind durchaus sehr gut und können sich auch im bundesweiten Vergleich mit anderen Bundesländern sehen lassen. Es ist so, dass wir in der Tat es festgelegt haben an dem Grundfreibetrag. Das ist auch gerichtlich ausgeurteilt, dass das korrekt ist und dass das zumindest ein Orientierungspunkt ist, an dem man sich dort halten kann. Es ist aber nicht so, dass wir überall sozusagen dort erhebliche Abweichungen haben. Es ist so, dass in anderen Ländern zum Teil größere Freibeträge gewährt werden. Aber in Baden-Württemberg zum Beispiel ist man von dem früheren Betrag deutlich zurückgegangen und liegt jetzt nur noch gering über dem hessischen Betrag. In Bremen liegt man gering darüber. Und wie gesagt, die Rheinland-Pfälzer haben seit dem 01.01.2012 das System aus Hessen übernommen. Auf die Frage 546, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, an wen wurde der Auftrag erteilt, eine Verteilnetzstudie für das Land Hessen zu erarbeiten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, unser Ziel ist es, bis 2050 den Strom- und Wärmebedarf zu möglichst 100% aus erneuerbaren Energien zu decken. Dafür ist natürlich eine weitere Veränderung der Versorgungs- und Netzstrukturen erforderlich. Daher hat das Hessische Wirtschafts- und Energieministerium mit 9 großen Verteilnetzbetreibern in Hessen, die insgesamt etwa 80% der hessischen Verteilnetze abdecken, seit Mitte 2014 die Inhalte und Ziele einer Verteilnetzstudie abgestimmt. Im Ergebnis dieser Abstimmung wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land und den beteiligten Verteilnetzbetreibern abgeschlossen, auf deren Grundlage die Verteilnetzstrukturen in Hessen in großem Umfang und mit hohem Detaillierungsgrad erfasst werden können. Damit soll der tatsächliche Anpassungsbedarf der Versorgungs- und Netzstrukturen in Hessen an die Zielvorgaben für den Ausbau der erneuerbaren Energien, nämlich 100% im Bereich Strom und Wärme bis 2050, ermittelt werden. Nach einem EU-weiten Vergabeverfahren wurde die Bearing Point GmbH mit der Erstellung einer Verteilnetzstudie für Hessen beauftragt. Unterauftragnehmer ist das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Gremmels. Herr Minister, wann soll denn diese Studie vorliegen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Wir gehen davon aus, dass sie aus heutiger Sicht in spätestens einem Jahr vorliegt. Wir hoffen aber, dass es auch schon Zwischenergebnisse gibt, die den Verteilnetzbetreibern Hinweise geben, wo es Verstärkungsbedarf gibt.
Ich rufe auf die Frage 547, Herr Abg. Degen. Ich frage die Landesregierung, welche Stellenkürzungen und sonstigen Maßnahmen, die zum Abbau von Bildungsangeboten führen, beabsichtigt sie im Jahr 2016 noch umzusetzen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Degen, im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums gibt es in dieser Legislaturperiode keine Stellenkürzungen. Alle Stellen, die beispielsweise über die sogenannte demografische Rendite frei geworden sind, befinden sich weiterhin im Bildungssystem. Und dadurch ist auch eine herausragende Ausstattung in der Lehrerversorgung in allen Bereichen gewährleistet. Und ich darf vielleicht noch zusätzlich darauf aufmerksam machen, dass speziell für die Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern mit dem Haushalt 2016 sogar noch einmal 800 Lehrerstellen hinzugefügt worden sind. Genau. Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Herr Kultusminister, ab wann wird voraussichtlich die geplante Streichung der Möglichkeit, an Schulen mit Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung ein 13. Schulbesuchsjahr zu besuchen, in Kraft treten? Herr Kultusminister. Herr Abg. Degen, Sie spielen auf eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung an, die die Auslegung des § 61 des Hessischen Schulgesetzes anbetrifft und die bisher jedenfalls teilweise bestehende Verwaltungspraxis, nämlich die dort bestehenden Alternativen zur Verlängerung der Schulpflicht oder zur Verlängerung der Schulzeit über die Vollzeitschulpflicht hinaus für Förderschülerinnen und Förderschüler mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung zu verlängern. Mit dieser Entscheidung setzen wir uns auseinander. Und wir werden eventuell notwendige Änderungen am Schulgesetz auch mit der anstehenden Schulgesetznovelle vorschlagen. Mit Stellenkürzungen hat das aber in keiner nur denkbaren Alternative etwas zu tun. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kwanz. Herr Staatsminister, ich darf kurz zitieren aus dem Bericht des Landesrechnungshofes auf Seite 219. Da heißt es: Mit 40,9% aller Landeshaushalt eingestellten Stellen umfasste der Einzelplan 2014 den größten Personalhaushalt. Jetzt kommt es, das Stellensoll sank im Dreijahreszeitraum von 63.140 auf 62.225, also minus 1,4%. Etwas später bei den Beamten sank von 2013 bis 2015 die Quote um minus 1,6% von 56.800 auf 55.900. Wie passt das zu Ihrer Aussage von vorhin? Herr Kultusminister. Herr Abg. Kwanz, mit aller gebotenen Vorsicht, weil natürlich ich das im Einzelnen gerne noch nachvollziehen würde, vermute ich, dass das mit dem Auslaufen der Altersteilzeitregelungen zu tun hat. Da sind Stellen gesperrt worden für Lehrkräfte, die quasi vorgearbeitet haben. Die sind im Stellensoll im System geblieben, waren aber nicht besetzt, waren nicht mehr hinterlegt und werden jetzt mit dem Auslaufen der entsprechenden Regelung quasi sukzessive auch formal wieder entfernt. Auch das hat aber draußen auf die tatsächlich zur Verfügung stehenden Stellen und besetzbaren Stellen und damit auf die Lehrerversorgung keinen Einfluss. Und Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Herr Kultusminister, ich komme zurück auf das 13. Schulbesuchsjahr im Schwerförderschwerpunkt geistige Entwicklung und frage noch einmal, auch wenn sollte es zu dieser Streichung des 13. Schulbesuchsjahres kommen, dann wird es aber an diesen Schulen zu weniger Lehrerstellen kommen, auch wenn Sie sagen, die sind nicht gekürzt, aber Sie werden dafür weniger brauchen, um die möglicherweise woanders einzusetzen. Sehe ich das richtig? Herr Kultusminister. Herr Abg. Degen, diese Entscheidung wird ausschließlich unter fachlich-pädagogischen Aspekten getroffen werden. Frage 548, Herr Abg. May. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie hoch war der Anteil der Professorinnen an der Gesamtzahl der Professuren im Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 an den hessischen Hochschulen? Herr Wissenschaftsminister Rhein. Herr Abgeordneter May, meine sehr geehrten Damen und Herren, man muss sich das mal vorstellen. Im Jahr 1992 waren in den deutschen Hochschulen nur rund 6% der gesamten Professuren mit Frauen besetzt. Die Zahlen sehen heute, ich komme gleich darauf zurück, ein wenig anders aus. Dennoch muss man bundesweit festhalten, dass die Geschwindigkeit, mit der der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen
in den letzten Jahren gestiegen ist, aber jedenfalls immer noch langsam und ich füge hinzu, auch weit entfernt von einer Gleichstellung. Deswegen gibt es vielfältige Maßnahmen, sind vielfältige Maßnahmen auch in Hessen ergriffen worden, um das zu ändern. Nach den Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes lag im Jahr 2014 der Anteil der Professorinnen an der Gesamtzahl der Professuren an allen hessischen Hochschulen bei 23,8%, im Jahr 2015 bei 23,6%. Wenn man sich zusätzlich die Zahlen aus dem Jahr 2013 heranzieht, dann ergibt sich ein prozentualer Anteil von Professorinnen von 22,8%. Und dann kann man feststellen, dass der Anteil der Professorinnen an der Gesamtzahl der Professuren leicht angestiegen ist. Was man hinzufügen muss und hinzufügen kann, ist, dass der Anteil der Professorinnen in Hessen jedenfalls deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 22% im Jahr 2014 liegt. Und das zeigt, dass die Maßnahmen jedenfalls greifen, die ergriffen worden sind. Beispielsweise nenne ich die Bildung eines Teilbudgets Gender im Erfolgsbudget der LOMZ, der leistungsorientierten Mittelzuweisung, die Bemühungen der Hochschulen zur vermehrten Berufung von Wissenschaftlerinnen stimulieren sollen. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Herr Minister Rhein, inwieweit liefern denn, Sie haben ja schon ein paar Maßnahmen genannt, aber inwieweit liefern denn dazu die Projekte wie beispielsweise Pro Professur, Mentoring-Netzwerke, Mentoring-Programme, Skimento oder auch Dual-Karriere, spezifische Kennzahl, an denen man erkennen kann, ob Förderungsstrukturen genutzt werden, weiterentwickelt werden müssen und wie sie auch weiter gefördert werden sollten? Herr Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Dr. Sommer, ich glaube, ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei diesem Zustand, der zugegebenermaßen immer noch nicht zufriedenstellend ist, ist, dass beispielsweise wir hessenweite Qualitätskriterien zur Gleichstellung im Berufungsverfahren vereinbart haben mit allen 13 Hochschulen. Dazu gehört beispielsweise, dass eine möglichst 50-prozentige Beteiligung von Frauen und Männern bei der Besetzung von Auswahlkommissionen in Berufungsverfahren angestrebt werden, aber auch andere Kriterien, die beispielsweise zur Qualitätssicherung und zur Gleichstellung von der DFG oder auch vom Wissenschaftsrat aufgestellt worden sind. Da geht es um das Thema aktive Rekrutierung, aber es geht auch um die Festlegung von transparenten Verfahrensbedingungen. Und Sie haben schon einige der Programme genannt. Ich hatte eingangs in der Beantwortung auch einige genannt. Wir haben beispielsweise das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder. Hier haben wir im Professorinnenprogramm 1 die Situation, dass 7 hessische Hochschulen Förderungen erhalten haben. Gefördert wurden 19 Professorinnen, die vom HMWK zugewiesene Landesförderung betrug insgesamt rund 3,8 Millionen Euro. In dem zweiten Programm, Professorinnenprogramm, haben sich 10 hessische Hochschulen diesem wettbewerblichen Verfahren gestellt und 9 davon haben bereits Förderbescheide erhalten. Insgesamt wurden für 27 Professorinnen Fördermittel beantragt. Bei der auch hier vorausgegangenen Bewertung haben 2 hessische Hochschulen eine Spitzenbewertung erhalten, und zwar die TU Darmstadt und die Technische Hochschule Mittelhessen, die wirklich hier oder bei denen man sagen kann, es sind gute Vorbilder für eine chancengerechte Hochschule. Die LOMS habe ich genannt, da gehe ich jetzt nicht noch einmal drauf ein und insbesondere das Thema Zielvereinbarungen. In 2016 bis 2020 soll der Stellenwert dieses Teilbudgets, den ich eben genannt habe, schrittweise erhöht werden. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass die Technische Universität Darmstadt den Anteil der Professorinnen bis 2020, und zwar mit Zahl hinterlegt, steigern will. Das ist ein Ausgangsstand von 2015 bei 15% auf 18% in 2020. Die FRA UAS beispielsweise
hatte auch hier sehr große Erfolge vorzuweisen. Mit Zahlen hinterlegt, der Professorinnenanteil betrug zum 31.12.2014 35,5%. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern betrug er 44,2% bzw. 51,8%, wenn Sie die Drittmittel noch einbeziehen. Auch hier sind Steigerungen vorgesehen im Jahr 2020 auf bis zu 40%. Und das Mentoring Programm haben Sie, glaube ich, auch erwähnt. Auch hier haben wir mit Skimento und Professur seit Jahren das Ziel, den Frauenanteil gerade in Führungspositionen zu erhöhen. Das HMWK unterstützt dabei finanziell in der Startphase. Das neue Konzept Mentoring Hessen ist wiederum auch durch das Wissenschaftsministerium über das Studienstrukturprogramm Anschub finanziert. Und auch hier ist das Ziel, die Karriereförderung von Frauen noch nachhaltiger und noch effektiver zu gestalten. Keine weitere Zusatzfrage. Dann kann ich aufrufen, die Frage 549, Herr Abg. Dr. Hahn. Wie viele Verfahren auf Überprüfung wirtschaftlicher Tätigkeiten von Kommunen auf Grundlage des § 121 Satz 1b HGO von Seiten privater Dritter gab es seit dessen Einführung in Hessen? Herr Minister des Innern. Soweit, Herr Abg. Hahn, Sie die Einführung des § 121 Absatz 1b HGO durch Änderungsgesetz vom 16.12.2011 meinen, kann die Frage dahingehend beantwortet werden, dass das HMDIS lediglich, dass dem HMDIS lediglich ein Sachverhalt betreffend Friedhofspflege bekannt geworden ist. Das Urteil des VGH ist auch veröffentlicht in der Hessischen Städte- und Gemeindezeitung 2015. Nummer 6, Seite 187, fortfolgende. Eine seitens des Innenministeriums initiierte Umfrage bei den drei Regierungspräsidien ergab, dass den oberen Aufsichtsbehörden über die Einleitung weiterer Verfahren auf Grundlage des § 21 Absatz 1b HGO aufgrund von Beschwerden, Initiativen von privaten Dritten keine zusätzlichen Erkenntnisse vorliegen. Die ordnungspolitische Regelung im § 121 Absatz 1b HGO, die den Schutz privater Dritter hervorhebt, hat sich damit bewährt. Die Kommunen halten sich an die Bestimmungen über die wirtschaftliche Betätigung. Insofern hat der § 121 Absatz 1b HGO seine gewünschte präventive Wirkung erzielt. Zusatzfrage, Herr Dr. Hahn. Vielen Dank, Herr Kollege Beuth. Könnte es auch sein, dass einige Private oder viele Private nicht darüber informiert sind, dass sie den Weg des 121.1b gehen könnten? Herr Innenminister. Das müsste ich, Herr Abgeordneter, müsste ich jetzt schwer spekulieren. Deswegen enthalte ich mich da. Ich denke, dass diejenigen, die sich in ihren Rechten sozusagen durch die privaten Dritten, die sich in ihren Rechten dort beschnitten fühlen, dass sie sehr wohl willens und in der Lage sind, sich auch dann dagegen zu wehren. Wie gesagt, die Regierungspräsidien haben mitgeteilt, dass es über diesen einen Fall, der bekannt geworden ist, hinaus keinen weiteren gibt. Frage 550, Frau Abg. Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie die Erweiterung des Kreiskrankenhauses in Eschwege? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, mit Bescheid vom 30.03.2016 wurden dem Klinikum Werra-Meißner GmbH für die Baumaßnahme Ersatzneubau Funktionstrakt BA1A am Kreiskrankenhaus Eschwege 8,8 Millionen Euro Fördermittel nach § 25 des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 im Rahmen der Einzelförderung bewilligt. Auch hier gilt, durch die Gesetzesänderung am 01.01.2016 werden Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes aufgenommen sind, mit festen Beiträgen gefördert. Das Klinikum Werra-Meißner GmbH kann demgemäß mit voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro jährlich für die nächsten 5 Jahre rechnen. Diese Pauschale kann von dem Krankenhausträger eigenverantwortlich auch für Baumaßnahmen, die er selbstständig entscheidet, verwendet werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz.
Herr Staatsminister, wie hoch sind die Gesamtkosten und wie anteilig dann eben die 8,8 Millionen seitens des Landes? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Frage der Gesamtkosten kann ich Ihnen momentan nicht sagen, reiche ich Ihnen gerne nach. Aber nur für die Fragestellung der Systematik. Es gibt auf der einen Seite die Gesamtinvestitionsmaßnahmen, die entsprechen aber nicht den förderfähigen Maßnahmen. Von den förderfähigen Maßnahmen sind die Gesamtbaumaßnahmen abzüglich beispielsweise der nicht für diese Zwecke verwendeten Instandhaltungsinvestitionsmittel, die seitens des Landes gegeben worden sind. Insofern muss man immer unterscheiden zwischen Gesamtinvestitionen, förderfähiger Investitionen und dann Anteile. Aber die Zahlen reiche ich Ihnen nach. Frage 553, Herr Abgeordneter Merz. Entschuldigung. Ich frage die Landesregierung, wie positioniert sie sich in der Frage, ob unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer weiterhin nach den Standards des SGB VIII untergebracht und betreut werden? Herr Minister für Soziales. Herr Abgeordneter, das Jugendhilferecht sieht vor, dass über die Hilfeplanung der jeweilige Betreuungsbedarf zu ermitteln ist. Das gesamte Spektrum der Betreuungsmöglichkeiten ist dabei zu nutzen, um dem jeweiligen Bedarf gerecht zu werden. Erfahrungsgemäß unterscheidet sich der Betreuungsbedarf in der Jugendhilfe. Dies ist aber nicht immer der Fall mit demjenigen anderer in der Jugendhilfe, Jugendlichen in der Jugendhilfe. Also der unterscheidet sich der Bedarf zwischen den UMAs und denjenigen anderer Jugendlicher in der Jugendhilfe. Je nach Alter und Bedarf kommen unterschiedliche betreuungsintensive Angebote in Frage. Von der Wohngruppe mit Tag- und Nachtbetreuung oder der Pflegefamilie bis hin zu Verselbstständigungsgruppen oder dem betreuten Jugendwohnen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Dabei ist, wie bei allen Leistungen nach den § 27 fortfolgende SGB VIII, grundsätzlich zu beachten, dass die Hilfe bedarfsentsprechend und somit geeignet ist. Die aktuell noch nicht abgeschlossenen Diskussionen zur Reform des SGB VIII sind wichtig und sinnvoll, die unter anderem die Steuerungsmöglichkeiten in den Hilfen zur Erziehung beispielsweise durch verbesserte Regelungen zur Hilfeplanung stärken sollen. Die Schaffung der Möglichkeiten für die Länder, die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII mit auszugestalten, ist dabei unverzichtbar. Unabhängig davon gibt es auf der Bundesebene zurzeit eine intensive Diskussion, ob unbegleitet minderjährigen Ausländern eine spezielle rechtliche und der Betreuung eine spezielle rechtliche Grundlage erarbeitet und dann auch zugrunde gelegt wird. Diese Diskussionen sind noch nicht abschließend geführt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, ist es richtig, dass das Land Hessen einen Vorbehalt angemeldet hat in Bezug genau auf diese Frage, und zwar im Zusammenhang mit einer Vereinbarung der Ministerpräsidenten? Also einen Vorbehalt, der darauf, meiner Interpretation nach, und wenn das nicht stimmt, dann korrigieren Sie es, der darauf hinausläuft, eben genau die unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer aus dem Geltungsbereich des SGB VIII herauszunehmen. Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen, die in diesem Kontext zurzeit geführt werden. Beispielsweise eine Diskussion, die insbesondere damit zusammenhängt, dass sich Länder nicht mehr an Vereinbarungen halten, die sie im September 2015 noch selbst abgeschlossen haben. So bestreiten beispielsweise die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch das Land Baden-Württemberg, die ausgehandelten Zahlungen für diejenigen Länder, die über die Quote aufgenommen haben. Für das Land Hessen bedeutet das zurzeit eine Situation, dass in Frage stehende 86 Millionen Euro Einnahmen, die aus dieser Vereinbarung zu erzielen wären, zum jetzigen Zeitpunkt von diesen drei Ländern streitig gestellt werden. Im gleichen Umfang wird selbstverständlich die Fragestellung dann einer Lex Specialis diskutiert, um insbesondere die Leistungen, die von Ländern wie Hessen erbracht worden sind, die deutlich über dem Königsteiner Schlüssel unbegleitet minderjährige Ausländer aufgenommen haben
und die entsprechenden Kosten bisher getragen haben, um hier zu erörtern, ob es an der Stelle eine spezielle gesetzliche Regelung gibt. Insofern ist dieser Vorbehalt gemacht worden, ist aber im Gesamtzusammenhang der Diskussion zu sehen, weil es insbesondere bedauerlich ist, dass sich Länder aus der Solidarität der Bundesländer verabschieden, indem sie schlicht und einfach die Leistungen, die andere Länder für sie erbracht haben, nicht entsprechend honorieren. Weitere Zusatzfragen, Herr Abgeordneter Merz? Nur damit ich es richtig verstehe, Herr Minister. Die Position der Landesregierung ist, dass im Grundsatz die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im SGB VIII bleiben sollen, dass aber gegebenenfalls die Zahlungen zwischen den Ländern oder zwischen verschiedenen Handlungsebenen durch ein besonderes Gesetz geregelt werden können. Ist das in etwa richtig? Herr Staatsminister. Dann habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, denn das habe ich auch nicht gesagt. So war es auch nicht zu verstehen, sondern es ist an der einen Stelle sehr klar, dass das Land Hessen auf die Vereinbarung und die Einhaltung der Vereinbarungen aus dem September 2015 rekurriert. Wir momentan die Erfahrung machen, dass Länder, die im September diese Vereinbarung noch gegengezeichnet haben, sich an diese nicht mehr halten. Dieses bedeutet, dass Hessen einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Kosten zu tragen hat, für die es von anderen Ländern keine Erstattung bekommt, obwohl sie die Leistungen für andere Länder getätigt haben. Dieses im Hintergrund wissend bedeutet, dass man nach Wegen und Möglichkeiten suchen muss, in Zukunft auch Leistungen zu erbringen, die nicht so kostenintensiv sind, wie sie in der Vergangenheit gewesen waren, was im Wesentlichen an den Standards, die im Hinblick auf das Jugendhilferecht vorgeschrieben sind, dann auch entstehen. An dieser Stelle hat das Land Hessen einen Vorbehalt angemeldet, diese Diskussion zu führen. Keine weiteren Zusatzfragen. Ich rufe noch auf, weil übersprungen von mir die Frage 551, Frau Abgeordnete Arnold. Ich frage die Landesregierung, wie fördert sie die gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen nehmen in der Kinder- und Jugendpolitik im Lande Hessen einen seit Jahren zentralen Platz ein. Sie haben sich in einer ganzen Reihe von Programmen niedergeschlagen und beispielsweise dazu geführt, dass die Beteiligungsrechte in der hessischen Gemeindeordnung wie auch in der Landkreisordnung ihren Niederschlag gefunden haben. Für Kinder und Jugendliche ist die Erfahrung, eigene Interessen zu vertreten, mitzuentscheiden, Verantwortung zu übernehmen, Kontakte zu knüpfen und vieles andere mehr von zentraler Bedeutung. Die Erfahrung, das Lebensumfeld dann auch aktiv mitgestalten zu können, vermittelt wichtige Grundlagen für die Übernahme von Verantwortung. Und vor allen Dingen schafft dieses dann auch Selbstvertrauen. Und mit dem Selbstvertrauen und mit der Stärkung der eigenen Persönlichkeit geht auch eine ganz starke Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einher, die an dieser Stelle auch sich gegenüber äußeren Einflüssen, die manipulierend sind, die möglicherweise auch einen negativen Einfluss haben, besser behaupten zu können. Und, was auch bewirkt wird, mit einer solchen Maßnahme wird die Identifikation mit dem Gemeinwesen und seinen Institutionen gestärkt. Ich will an zwei Beispielen deutlich machen, wie aktuell die gesellschaftliche Partizipation von Jugendlichen durch die Landesregierung gefördert wird. Einmal als Querschnittsausgabe und Arbeitsschwerpunkt in der außerschulischen Jugendbildung, um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am kommunalen und auch am gesellschaftlichen Geschehen zu stärken, wurde im Rahmen der Förderung der außerschulischen Jugendbildung gezielt die Durchführung von Modellprojekten im Rahmen von bisher 4 spezifischen Aktionsprogrammen unterstützt. Das ist einmal das Aktionsprogramm Partizipation, dann das Aktionsprogramm Partizipation im Anschluss daran und interkulturelle politische Bildung, dann anschließend das Aktionsprogramm Partizipation und Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule und dann anschließend das Aktionsprogramm Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Wir reden hier von einem Zeitraum der Aktionsprogramme von 15 Jahren, die wir dieses auf den Weg gebracht haben. Zurzeit ist aktuell das 5. Aktionsprogramm Partizipation mit einem Programmvolumen von bis zu 1,1 Millionen Euro für die Jahre
2017 bis 2019 ausgeschrieben. Ziel ist es hier immer, vielfältige und innovative Modelle der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu erproben und eine Bereicherung der Partizipationslandschaft in Hessen zu erzielen. Im Jahr 2015 hat die Hessische Landesregierung einen Partizipationspreis für partizipatives Engagement von Kindern und Jugendlichen eingeführt. Es besitzt in Hessen, damit ist das auch mit dem höchsten Preisgeld dotiert, um insbesondere hier auch gesellschaftliches Engagement von jungen Menschen besonders hervorzuheben. Mit der Einführung auch dieses Preises leistet die Landesregierung einen nachhaltigen Beitrag zur Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements junger Menschen wie auch zur Förderung der Demokratie. Keine weiteren Zusatzfragen mehr. Dann schließe ich für heute die Fragestunde.